Hallo und herzlich willkommen zu AWI Angriff, dem Sportmagazin bei MeinTV. Schön, dass Sie zu Hause eingeschaltet haben. Bei mir zu Gast ist heute Klaus Hildenbeutel, der Cheftrainer des Bayernligisten Alemannia Haibach. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo. Klaus, es fühlt sich irgendwie gerade für mich jetzt nur mal richtig an zu fragen, was ging dir durch den Kopf, als du am Wochenende die Ereignisse in Paris gesehen hast? Ja gut, ich war erstmal geschockt natürlich, dass sowas bei uns passieren kann im Nachbarland. Wir haben natürlich auch in der Mannschaft darüber gesprochen und da sieht man mal, dass es viel wichtigere Sachen gibt wie Fußball oder den Sport allgemein. Da muss ich sagen, da waren wir alle sehr geschockt. Hast du denn das Spiel wirklich live auch gesehen? Nein, meine Frau hat Geburtstag gehabt, da waren wir auf einer Feier, haben gefeiert, aber waren immer dann natürlich informiert über Handys und dementsprechend haben wir schon Bescheid gewusst. Und ihr saßt ja dann eben Samstag auch zusammen in der Mannschaft, weil ihr ja auch selbst ein Spiel bestreiten musstet. Wie war da so die Stimmung davor? War das irgendwie anders, komisch? Ja gut, wir haben eine weite Auswärtsfahrt gehabt, wir fahren so mit kleinen Bussen und da war schon, die Jungs sind da eh mehr zurückhaltend und gehen da mehr in sich rein und von daher war die Stimmung eigentlich schon bedrückt und ja, wie gesagt, es gibt wichtige Sachen wie Fußball und von daher haben wir dann probiert, natürlich das Beste rauszuholen. Ich meine, klar gibt es wichtigere Sachen, aber heute lassen wir es doch nochmal um den Sport gehen. Ne? Wir sind ja hier bei AWI Angriff, dem Sportmagazin. Genau. Und ja genau, die Stimmung nach dem Spiel war wahrscheinlich dann auch nicht so die beste, ne? 2-0 habt ihr verloren gegen Jan Regensburg. Genau, natürlich, wenn man verliert, ist immer schlecht, aber ich muss der Mannschaft sagen, wir haben die erste Halbzeit gut gespielt. Wie gesagt, Regensburg hat in der 30. Minute das erste Mal auf unser Tor geschossen und mit dem zweiten Schuss bekommen wir es 1-0. Davor hatten wir drei Riesenmöglichkeiten, in Führung zu gehen und von daher spiegelt das Ergebnis mit Sicherheit den Spielverlauf nicht wieder. Zweite Halbzeit haben wir dann gleiche Chance gehabt zum 1-1, haben es leider nie gemacht und haben dann das 2-0 bekommen. Und an diesem Tag hätten wir wirklich noch Stunden spielen können. Wir hätten das Tor nicht getroffen. Von daher sind wir leider mit einer Niederlage 300 Kilometer heimgefahren und das war natürlich bitter. Hast du denn versucht, in der Pause die Taktik vielleicht dann doch noch mal umzureißen, dass eben in der zweiten Spielzeit dann doch noch mal das Ding wirklich in den Kasten kommt? Ja, da gab es eigentlich keinen Grund dafür, weil wir in der ersten Halbzeit, wie gesagt, viel Ballbesitz haben, haben unheimlich dominant gespielt. Ich habe nur den Jungs gesagt, wir müssen so weiterspielen, dann bekommen wir auch unsere Chance zum Tor. Haben wir auch so weitergemacht im Endeffekt und haben ja dann in der 53. Minute eine riesige Chance gehabt, haben sie leider nicht gemacht. Und wie gesagt, dann haben wir wieder einen Fehler gemacht hinten in der Abwehr und der ist gleich bestraft worden und dann war Regensburg für mich der glückliche Sieger. Und die hatten ja eigentlich davor eine längere Pechsträhne, ne? Die haben ja viermal hintereinander verloren. Ärgert sich dann auch persönlich, dass sie gerade gegen euch, ja, dass da diese Pechsträhne von denen abgerissen ist? Ja klar, weil immerhin haben sie mit 20 Punkten auf dem Relegationsplatz gestanden und wir mit 32 Punkten. Wir haben die Chance gehabt, hier vielleicht auf den 5. Platz zu kommen und wir schauen dann nach uns und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und von daher war es natürlich sehr ärgerlich. Und Klaus, ihr steht ja jetzt sowieso bei der Alemannia anders da als Ende der letzten Saison. Ihr habt ja einen großen Umbruch gehabt. Viele ältere Spieler sind gegangen, neue sind dazugekommen, junge vor allem, auf die ihr ja setzt. Bist du denn bis jetzt zufrieden mit dem Ergebnis? Stellen Sie sich gut an, die kleinen Jungs. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, wir haben am Ende vom Jahr haben wir uns zusammengesetzt mit Michael Farbmacher, der da einen riesen Job gemacht hat. Erstens haben wir die Spieler behalten, wo wir auch behalten wollten. Es waren Spieler dabei, wo schon ein Jahr oder zwei Jahre Bayernliga gespielt haben. Die wollten wir unbedingt behalten. Die Älteren sind weggegangen. Da haben wir gesagt, wir setzen auf junge Spieler aus der Region. Wollen auch nicht Spieler irgendwo herholen, aus weit weg, sondern aus hier, aus unserer Region. Und da muss ich sagen, der Michel hat alles dafür getan, dass es auch so geklappt hat. Und sie sind alle gekommen aus unterklassischen Ligen. Und wir haben ihnen die Chance gegeben, hier bei uns Bayernliga zu spielen. Und die haben sie auch genutzt. Und ich meine, also Platz 7 lässt sich ja auch sehen, ne, in der Tabelle, oder? Ja, mit Sicherheit. Es gibt viele Mannschaften, wo mit Sicherheit mit uns gern tauschen würden. Wir haben 32 Punkte, sind schon wochenlang auf Platz 7 und haben einen guten Abstand nach hinten. Aber nichtsdestotrotz müssen wir immer wieder hart an uns arbeiten, dass wir unser Ziel erreichen. Und was noch so los war in Haibach, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Der Tod gehört zum Leben. Wir beraten, begleiten und berücksichtigen individuelle Wünsche bei der Gestaltung Ihrer Bestattung. Bestattungen, Trauerhilfe. In Aschaffenburg, Maximilianstraße 1a. Das ist ein Systemfehler. Reparier's. Reparier's? Ja. Wir sind keine Boxencrew in Daytona. Sowas geht nicht in Sekunden. Sieht das für euch nicht auch aus wie ein freundliches Gesicht? Es ist warm und spielerisch und einladend und es muss einfach Hallo sagen.
Deine Apple-Aktien sind 441 Millionen Dollar wert und deine Tochter und ihre Mutter leben von Sozialhilfe. Sie erteilen widersprüchliche Anweisungen, sind aufsässig und ziehen die Leute unter. Der Vorstand glaubt, sie werden in dieser Firma nicht länger gebraucht. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie... Zurzeit im Casino Aschaffenburg. Für mich ist die Firma Lederweiz ein Stück Heimat, ein Stück Familie. Schon in der vierten Generation. Und drei davon habe ich miterlebt. 45 Jahre. Seit 33 Jahren. An meinen Kolleginnen schätze ich die Hilfsbereitschaft. Dass der Zusammenhalt so bleibt, wie er ist. Den Kunden gut zu beraten und Ehrlichkeit ist. Ich bin immer gut gelaunt, gehe freundlich oder fröhlich auf die Kunden drauf zu. Das macht Spaß. Mein Tag am Meer. Unterstützt von beruhigenden Licht- und Klangeffekten wirkt jeder Atemzug antiallergisch und stärkt die Abwehrkräfte. In der Salzgrotte und im Vernebelungsraum herrscht ein besonderes Mikroklima, das man nur am Meer oder in Salzheizstollen findet. Die Salzgrotte in Aschaffenburg. Besuchen Sie uns und atmen Sie wieder tief durch. Du willst jung und preiswert wohnen? Kein Problem mit Mobile Wohnspaß. Entdecke jetzt Woche für Woche den Mega-Deal. Diese Woche Boxspringbett Mustang für unschlagbare 699 Euro. Aber nur bis 21. November und nur bei Mobile in Sulzbach am Main. Wir sehen uns bei Mobile in Sulzbach, dem Wohnspaß. Ein Meister für alle Fälle. Lackierarbeiten. Unfallinstandsetzung. Achsvermessung. Reifenservice. Inspektion und Wartung. Maifahrt in Kleinheubach. Ihr Kfz-Meisterbetrieb für alle Fahrzeugfabrikate. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Da sind wir wieder bei AWI-Angriff aus dem Kunstmann-Studio. Vor der Pause haben Klaus Hildenbeutel und ich uns schon über das letzte Spiel der Alemannia Heilbach unterhalten, was ja nicht ganz so gut verlief. Und Klaus, es ist ja generell in der Saison öfter so gewesen, dass ihr teilweise wirklich Mannschaften K.O. gehauen habt, sag ich mal, die weiter oben in der Tabelle standen, aber dann eben wie gegen Jahn Regensburg am Wochenende Mannschaften, die weiter unten in der Tabelle stehen, verlieren. Willst du diese Achterbahnfahrt jetzt mal beenden irgendwie? Hast du da irgendeine Taktik, dass das mal ein bisschen ruhiger verläuft, dass die Fans auch mal ein bisschen entspannen können? Ja, das stimmt schon. Wir haben zeitweise immer vom 6. Platz auf den 8. Platz immer wieder abgefallen, Woche für Woche. Jetzt haben wir wochenlang, wie gesagt, sind wir auf dem 7. Platz. Wir haben daheim gute Spiele gemacht. Das war mir unheimlich wichtig, weil letzte Saison ist es daheim nicht so gut gelaufen. Da haben wir auswärts immer sehr gut gespielt und daheim haben wir es irgendwie nicht hinbekommen. Diese Runde ist es wirklich so, dass wir daheim Großbadorf 1-0 geschlagen haben, Seelenpotten 1-0 geschlagen haben, haben gegen Jan Forsheim 7-2 gewonnen. Das sind alles Ergebnisse, wo ich sage, Hut ab vor der Mannschaft. Und natürlich ist es dann immer gut, wenn man daheim gewinnt und auswärts einen Punkt holt. Leider Gottes verlieren wir bei den Aufsteigern oder auch Burg Lengenfeld, die Aufsteiger haben wir verloren, nochmal kurz vor Schluss, wo unheimlich ärgerlich ist. Das müssen wir probieren, jetzt abzustellen natürlich in der Rückrunde. Und dann machen wir unheimlich viele Punkte noch und bin ich mir zuversichtlich, dass wir dann schnellstmöglich auch die 40 Punkte erreichen. Und es ist ja eh so ein Ding bei den Habischern, dass die kurz vor Schluss, dass sie dann doch oft mal noch eins kassieren, gell?
Ja, das war am Anfang so unser Problem, ne? Dass wir da zwischen Albstadt oder auch hier in Regensburg daheim kurz vor Schluss dann den Ausgleich bekommen haben. Das hat uns natürlich unheimlich geärgert, auch die Mannschaft natürlich, weil sie es bis dahin nicht verdient haben. Wir haben immer das Spiel gut gestaltet und leider Gottes hat uns dann das am Schluss immer wieder den Punkt oder zwei Punkte gekostet. Ja, wertvolle Punkte, ne? Die man zum Schluss dann vielleicht noch bräuchte. Aber jetzt habt ihr ja einen neuen Platz in Heimach, der seit knapp einer Woche fertig ist, der neue Kunstrasenplatz. Wie hat es sich denn angefühlt, da zum ersten Mal so drüber zu laufen oder am Rande zu stehen? Ja gut, es war natürlich für die Jungs auch unheimlich wichtig, ne? Weil unseren alten Platz, wo wir trainiert haben, war natürlich... Ja, so eine Buckelpiste, ne? Genau, also es ist jetzt nicht Bayernliga-Niveau mehr gewesen. Und so jetzt mit dem Kunstrasenplatz macht es unheimlich viel Spaß, weil wir haben auch viele Spieler, die wollen unheimlich viel spielen und viel Ballbesitz haben und technisch gut sind. Und da ist natürlich der neue Kunstrasenplatz optimal dafür. Genau, und ihr hattet ja das Einweihungs-, das Testspiel gegen Viktoria Aschaffenburg. 2-2 ist das ausgegangen, das war wirklich auch ein torreiches Spiel. War das so ein bisschen ein Geschenk für die Zuschauer oder ging da tatsächlich alles mit rechten Dingen zu? Könntet ihr vielleicht auch eine Liga höher angreifen? Nein, gegen Sicherheit. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es war für mich, am Anfang war man ein bisschen skeptisch. Auch der Rudi Bommer hat mal telefoniert wegen Verletzungsgefahr. Mhm. Immerhin stecken wir mitten in der Runde drin. Aber ich muss sagen, die Jungs haben das prima gemacht, alles spielerisch gelöst. Und das war kein Geschenk, sondern es war wirklich verdientes 2-2. Da hat jeder seine Chancen gehabt und es war für die Zuschauer ein tolles Spiel. Trainiert ihr denn jetzt eigentlich regelmäßig auf diesem neuen Kunstrasenplatz oder ist das jetzt wirklich nur für besondere Anlässe? Nein, also wir sind da schon dreimal die Woche drauf. Das gibt alles her, was wir brauchen. Trainingsmaterial ist alles da. Und wie gesagt, für die Jungs ist das eine super Sache. Auch für uns Trainer natürlich macht es riesen Spaß, da unten zu trainieren. Meinst du, die Jungs rennen jetzt schneller auf dem neuen Platz? Nein, schön wäre es, wenn es so wäre. Aber ich glaube, heutzutage ist es gang und gäbe, dass die Mannschaft einen Kunstrasenplatz haben. Und von daher ist das alles okay. Und damit Sie zu Hause auch mal einen Einblick bekommen, wie der neue Kunstrasenplatz in Heilbach aussieht, haben wir jetzt einen kleinen Clip für Sie vorbereitet. Vorbei sind die Zeiten, als in Heilbach auf matschigem Untergrund dem Ball hinterhergejagt wurde. Mit dem neuen Spielfeld hat Heilbach einen topmodernen Kunstrasenplatz. Der entspricht sogar FIFA-Richtlinien. Heilbachs Bürgermeister und Vorsitzender der Alemannia würde da am liebsten selbst nochmal die Schuhe schnüren. Also es reizt schon. Ich habe ja diesen Platz beginnend von dem Abfräsen des alten Rasens bis jetzt zum Endverlegen des Kunstrasens mitverfolgt. Und es reizt schon. Also wenn man jetzt über den Platz läuft und ich bin des Öfteren jetzt in den letzten Wochen schon drüber gelaufen. Also ich würde gerne noch mal die Fußballschuhe anziehen und vielleicht auch noch mal so ein Einlagespiel machen. Über 600.000 Euro hat sich die Gemeinde den neuen Kunstrasenplatz neben der Kultur- und Sporthalle kosten lassen. Ein halbes Jahr wurde gebaut und gewerkelt. Die Planungen hatte ein absoluter Fachmann übernommen. Landschaftsarchitekt Rainer Ernst aus Frankfurt. Er war unter anderem auch für die Rasenflächen im Berliner Olympiastadion und der Münchner Allianz Arena verantwortlich. Bei so einem Bauherrn kommt man schon mal ins Träumen. Geht es nach Zänglein, könnte schon bald Spitzenfußball auf dem neuen 6 cm langen Synthetikrasen stattfinden. Ich hoffe, dass ich demnächst ein Länderspiel hierher holen kann, vielleicht erstmal beginnend mit einem Juniorenspiel oder mit einem Damenspiel. Unser Sportplatzbauer, der Herr Ernst, hat ja gute Kontakte zur Bundesliga. Er hat gesagt, vielleicht bringen wir in der Vorbereitungszeit zur nächsten Bundesliga-Saison einen Bundesligisten mal hierher. Mensch, der Platz sieht ja aus wie geleckt, ne? Ja. Hat es denn Vorteile, wenn der Bürgermeister eines Ortes gleichzeitig auch im Vorstand des Fußballvereins ist, eben bei solchen Investitionen? Das glaube ich nicht, weil das war schon ein hartes Ringen um den Platz. Da ging es durch den Gemeinderat und es folgten auch mehrere Abstimmungen, bis der Platz genehmigt war. Also von daher glaube ich nicht, dass das jetzt gerade ein Vorteil war. Aber der Herr Zänglein ist ja auch wirklich Feuer und Flamme. Ich glaube, also wenn mal Not am Mann ist, dann zieht er sich die Fußballschuhe nochmal an. Ja gut, das weiß ich nicht, ob er es vom Alter her noch kann, aber von seiner Fitness her bestimmt. Und von daher ist alles okay. Und der Herr Zänglein hat es im Video ja schon gesagt, er träumt ja wirklich auch davon, irgendwie Länderspiele vielleicht auf diesem Rasen auszurichten. Wen würdest du dir denn wünschen als Gast in Heilbach? Ja gut, ich weiß nicht, ob das jemals funktioniert, aber mir steht schon Bayern München lange. Ne? Von daher wäre das alles okay, wenn man so einen Gegner bekommen würde. Ja, das wäre auf jeden Fall auch ein würdiger Gegner, ja, ne? Genau. Für euch habe ich ja jetzt gerade. Und es gibt ja auch noch eine Neuerung bei der Alemannia. Ihr habt Verstärkung im Marketing und im Öffentlichkeitsteam. Der ehemalige Sportvorstand Thorsten Redeker ist wieder dabei. Was sind dem seine Aufgaben jetzt für die Zukunft?
Ja gut, im Marketing ist es mit Sicherheit unseren Bürgermeister, Herr Zenglein, zu unterstützen, weil dort doch die Arbeit viel gewonnen ist in seinem Politikum. Von daher muss ich sagen, dass natürlich ein Thorsten Rediger da unheimlich wichtig ist, dass das Marketingbereich da abgedeckt ist. Als Sicherheitsbeauftragter, das mussten wir haben. Vom BfV gibt es verschiedene Anordnungen, da unter anderem auch diese Person, und von daher hat er das inne. Und ich habe ja auch gelesen, also er fungiert ein bisschen so als Zwischenstelle zwischen Verein und den Sponsoren. Habt ihr denn Geldnöte jetzt, nachdem der Platz für 600.000 Euro da hingestellt wurde? Ja gut, der Platz ist ja rein Gemeinde und hat mit der Alemannia eigentlich nichts zu tun. Da gehen ja auch noch andere Vereine drauf. Von Sponsoren brauchen wir immer. Wir sind mit Sicherheit in Heibach, wird alles dafür getan, dass wir Bayernliga spielen können. Aber wenn ich jetzt vergleiche, jetzt sehe so Weiden oder Hof und wie auch die Vereine, wo oben stehen, das ist schon ein großer Unterschied. Die haben mit Sicherheit das Drei- oder Vierfache des, von Etat, was wir haben. Und das spiegelt sich natürlich dann auch vielleicht wieder im Tabellenplatz. Ist ganz klar, die haben andere finanzielle Möglichkeiten. Aber wir in Heibach tun alles, dass es erfolgreich ist. Die Marketingabteilung tut das Nötige dafür, dass wir die Sponsoren haben. Und wir sind für das Sportliche zuständig und das läuft bis jetzt ganz gut. Und du hast ja angesprochen, der Herr Rediger ist eben auch als Sicherheitsbeauftragter jetzt zuständig. Darüber sprechen wir aber nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Jahr Küchenwelt Schmidtmeier in Aschaffenburg. Traumhafte Gerichte. Ein Fest für die Sinne. Zaubern Sie Ihr Lieblingsmenü in einer Traumküche von Küchenwelt Schmidtmeier. Dampfgarer, Backofen, Einbauherd, ob modern oder rustikal, das Design und die Ausstattung bestimmen Sie. Küchenwelt Schmidtmeier, nicht nur in Aschaffenburg, auch in Schöllkrippen und Bad Sodensalmünster. Küchenwelt Schmidtmeier in Aschaffenburg, jahrzehntelange Küchenkompetenz. Küchenwelt Schmidtmeier. Mein Mann und ich haben uns vor 5 Jahren entschlossen, einen Freizeitpark für Autoliebhaber zu bauen. Wir wollen, dass Autowaschen wieder zu einem Erlebnis wird. Es ist wie im Freizeitpark mit meinen Kindern, das Lächeln im Gesicht. Das soll auch bei unseren Kunden im Gesicht sein, wenn sie vom Hof fahren. Unsere Heimat, unsere Wohlfühlregion. Ich brauche, um mir eine Meinung zu bilden, keine Zeitung. Ich möchte auch irgendwie auch überrascht werden mit interessanten Artikeln. Also für mich ist diese ganze Zeitung jetzt auch nicht so was Ernstes. Die wirkliche Wirkung einer Zeitung ist natürlich, dass ein Mensch sich praktisch in der seine Haltung justiert. Dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann. Manchmal wünscht man sich auch tatsächlich irgendwie die Person zu packen und zu sagen, sag mal, was hast du da geschrieben? Unsere Milch ist wertvoll. Weil Milch ein gesundes Lebensmittel ist. Weil wir mit Tier und Natur verantwortungsvoll umgehen.
Weil wir unsere Milch nach den höchsten Qualitäts- und Hygienestandards produzieren. Weil wir unsere einzigartige und vielfältige bayerische Kulturlandschaft erhalten und pflegen. Weil wir die Milchproduktion mit Herz und Leidenschaft betreiben. Wir sind einfach mehr als nur Rohstofflieferanten. Ein guter Tropfen kostet. Daher fordern wir Fairtrade auch daheim. Hallo, ich bin Janik Strobel, Auszubildender im Austauschshop in Lienenberg. Ich bin dafür, auch in Zukunft den Einzelhandel zu unterstützen, dass auch junge Leute wie ich in Zukunft eine Chance auf einen Ausbildungsplatz haben. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV aus Leidenschaft für unsere Region. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Alle Staus, alle Blitzer, alle Hits aus Pop und Rock. Radio Primavera. Schon sind wir wieder da bei A wie Angriff. Heute dreht sich alles um Alemannia Haibach. Vor der Pause haben wir ja schon den neuen Kunstrasenplatz abgehakt, drüber gesprochen, der übrigens auch FIFA-Standard hat. Ne? Also da ließ sich der Herr Zeng dann ja auch nicht lumpen. Und jetzt sprechen wir aber mal über was nicht ganz so Schönes. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Auseinandersetzungen nicht auf dem Spielfeld, sondern am Spielfeldrand. Was war denn da los? Ja gut, das sind Szenen, die eigentlich nicht auf den Sportplatz gehören. Das war das Spiel zwischen Haibach und Ellenbach, muss man sagen. Haben sich natürlich die Gemüter hochgeschaukelt. Was genau es war, konnten wir natürlich von der Trainerseite nie mitbekommen. Nur, dass es halt dann auf einmal Schlägerei auf der anderen Seite gegeben hat, wo natürlich überhaupt kein Verständnis von Seiten der Alemannia Haibach gibt. Daraufhin gab es dann auch verschiedene Entscheidungen, dass verschiedene Leute Stadionverbot bekommen haben. Das war so die Entscheidung, wo der Verein getroffen hat, wo mit Sicherheit auch richtig ist. War das ein Einzelfall, diese Auseinandersetzung da, oder kam das schon öfter vorbei? Na, eigentlich nicht, das war schon jetzt ein Einzelfall. Es gab immer verbale Äußerungen von verschiedenen Leuten, aber dass es jetzt richtig Schlägerei gegeben hat, war das jetzt schon ein Einzelfall. Wie hast du das mitbekommen? Also hast du das wirklich an dem Tag, hast du gesehen, da geht es jetzt irgendwie rund? Ja gut, mitbekommen haben wir es natürlich, da ja da eine Spielunterbrechung war. Mhm. Aber wie es natürlich angefangen hat und was genau passiert ist, hat man dann erst bei gewissen Videos gesehen. Vielen Dank für die Überleitung, Klaus. So ein kleines Video haben wir nämlich für Sie jetzt auch mal vorbereitet. Während des Spiels zwischen Alemannia Haibach und dem SV Erlenbach in der Fußball-Bayern-Liga am Samstag ist es neben dem Platz in der 77. Spielminute zu einer Rangelei unter den Fans gekommen. Nach Beleidigungen und Provokationen flogen auch die Fäuste. Ordner konnten die Situation relativ schnell schlichten, sodass die Polizei nicht alarmiert werden musste. Trotzdem wollen die Verantwortlichen von Alemannia Haibach jetzt Konsequenzen ziehen. Bürgermeister Andreas Zenglern, gleichzeitig auch im Vorstand des Vereins, hat angekündigt, das Videomaterial von der Begegnung zu sichten. Gegen entsprechende Personen wolle Zenglern dann Platzverweise aussprechen. Auch weitere zivilrechtliche Maßnahmen würden in Erwägung gezogen. Also da sieht man ja, da ging es ja wirklich ganz schön ab. Du hast gesagt, also es wurden wirklich jetzt Spielverbote ausgesprochen, ja? Ja, genau. Also die gewissen Personen, wo da beteiligt waren, die haben ein Stadionverbot bekommen. Da gab es jetzt keine sagen wir, zivilrechtlichen Folgen oder sowas für die Leute wegen Körper- Das weiß ich nicht, ob es da irgendwie Anzeichen gemacht worden ist. Das müssen wir dann im Verein fragen. Und wie fühlst du dich als Trainer, wenn du solche Bilder siehst? Weil eigentlich geht es ja um den Sport, oder? Also hat das überhaupt denn noch mit Fantum was zu tun? Nein, mit Sicherheit nicht. Also da tun wir uns auch nicht mit identifizieren mit den Leuten, wo da die Ausschreitung machen im Endeffekt. Und von daher, das gehört nicht hierhin, besonders nicht auf dem Sportplatz. Und mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu sagen. Ich meine, du als Cheftrainer kriegst es ja wahrscheinlich öfter direkt ab, ne? Weil also, wenn die Jungs gewinnen, dann wirst du gelobt und Mensch, Klaus, der hat es mal wieder richtig gut gemacht. Und wehe, sie verlieren, ne? Der kann ja gar nichts. Ist das wirklich so? Also kriegst du das verbal dann auch echt so direkt ab? Bist du dann wirklich verantwortlich für die Leistung des Teams? Ja, teilweise ist es so, aber das ist halt auch unser Job als Trainer. Man sagt ja immer, die Mannschaft gewinnt, der Trainer verliert und teilweise kommt es so rüber. Aber wir im Verein, wir wissen schon, alles einzuordnen und da sind wir gut aufgestellt. Da rein und da raus, genau. Dann ungefähr so. Ist es jetzt eben auch ein bisschen die Aufgabe von dem Sicherheitsbeauftragten, vom Rediger, da jetzt ein bisschen drauf zu gucken, dass es halt
nicht mehr so eskaliert wie da eben gegen Erlenbach das eine Mal? Ja, mit Sicherheit. Da wird schon alles dafür getan im Verein, dass es eine einmalige Sache war. Ja, hoffen wir einfach mal, dass dieses Fehlverhalten von den Fans wirklich ein Einzelfall war. Wir schauen in die Zukunft. Am Samstag heißt der Gegner Aufstadt. Das ist ja auch ein bisschen so ein Gegner auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Ne? Euch trennen ein Tor und einen Tabellenplatz. Wie schätzt du das Spiel ein am Samstag, eure Chancen vor allem? Ja gut, es wird wie eine enge Kiste, würde ich sagen, weil in Aufstadt haben wir 2-0 geführt, ist 2-2 ausgegangen und es ist immer schön, gegen Aufstadt zu spielen, hat einen guten Trainer, wir verstehen uns ganz gut, ist eine richtig gute Mannschaft, steht auch nicht zu Recht da auf Tabellenplatz 6 und ich bin mal gespannt, wie wir uns verkaufen, wir müssen wieder eine Reaktion zeigen und freue mich schon auf das Spiel, weil ich glaube, es ist vom taktisch gut geprägt und wir freuen uns einfach drauf. Wie richtest du die Jungs jetzt eben nach der Niederlage vom Samstag die Woche im Training auf, dass die wirklich voller Zuversicht reingehen ins nächste Spiel? Ja gut, wir müssen erstmal zusehen, wer alles da ist. Wir haben unheimlich viel Verletzte jetzt vom Samstag mit heimgebracht. Okay. Und da müssen wir erstmal gucken, wie wir die Mannschaft stellen. Aber ich glaube schon, dass jeder heiß ist, die letzten zwei Spiele positiv zu gestalten. Wir haben bis jetzt eine gute Runde gespielt. Jetzt wollen wir den Deckel auch noch drauf machen mit zwei Siegen am Schluss. Und das wäre natürlich eine super Sache. Wer ist denn verletzt? Ja, Lukas Fröhlich hat sich schwere Leistenzerrung zugezogen. Okay. Dann haben wir mit Christian Huth einen, der ein dickes Schienbein hat. Moritz Ahlisch ist krank, ist grippegeschwächt. Und also da haben wir schon ein paar Baustellen mit Michel Sauer, der für mich einer der besten Innenverteidiger ist, hat eine starke Knieprellung. Da muss man erst alles mal abwarten, die Woche, wie es im Training weitergeht. Und jetzt mal so ganz unter uns, ne? Die Kameras sind gar nicht da. Freust du dich auch ein bisschen, dass Winterpause ist? Also freust du dich auch mal drauf, ein bisschen entspannen zu können, weil du hast viel Arbeit reingesteckt in die Saison, genauso wie die Jungs? Ja klar, der Akku muss wieder aufgeladen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hängt unheimlich viel Zeit dahinter. Wir trainieren dreimal die Woche, Spiel ist auch samstags, Trainingsvorbereitung. Da kommt natürlich einiges zu kurz, die Familie kommt zu kurz in dieser Zeit, das ist ganz klar. Und von daher freue ich mich natürlich auf diese Zeit. Ja, und wenn es dann wieder losgeht im März, hoffentlich bei wärmeren Temperaturen wieder, was ist euer Ziel fürs Ende der Saison? Ja gut, wir haben gleich am Anfang ein unheimlich schwieriges Auftaktprogramm mit Weiden, Hof, Seligenpaarden. Das sind drei Gegner, ist natürlich eine richtige Hausnummer. Aber nichtsdestotrotz haben wir gegen die drei auch 7 Punkte geholt in der Vorrunde. Und das ist unser Ziel natürlich, dort gleich gut zu starten in die Rückrunde und so viele Punkte zu holen, wie es geht. Unser Ziel ist natürlich hier, diesen Platz, wo wir jetzt haben, zu behalten und wenn es geht, vielleicht den einen oder anderen Platz noch hochzurücken. Also das ist durchaus euer Fokus, also da vielleicht noch ein bisschen höher anzugreifen, als jetzt momentan der Stand der Dinge ist? Ja gut, am Anfang der Runde haben wir ganz klar ausgegeben, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz oder 40 Punkte so schnell wie möglich erreichen. Und das sind wir jetzt gut dabei. Das wollen wir erstmal schaffen, weil mit den 40 Punkten haben wir mit dem Abstieg, glaube ich, nichts mehr zu tun. Und das ist erstmal Prämisse. Ja, und ich meine, Christian Bräunig ist ja auch, glaube ich, auf Platz 1 der Torschützen mit 17 Toren. Ja. Vielleicht kann der da ja noch ein bisschen was reißen, ne, in den nächsten Spielen. Ja, ich hoffe es. Christian ist natürlich ganz wichtig für uns. Ich glaube, er fühlt sich wohl. Er hat das Vertrauen von uns und das braucht er auch, der Christian Bräunig. Und das zahlt er natürlich mit Tore zurück. Und du bist seit 2,5 Jahren bist du Cheftrainer in Haibach. Bist ja auch ein gebürtiger Haibacher. Bist du jetzt auch als Trainer hier angekommen? Oder guckst du vielleicht doch noch dich woanders um? Nach anderen Chancen? Nein, erstmal ist natürlich alles fokussiert auf Alemannia Haibach, auf die Bayernliga-Saison. Alles andere steht hinten dran, ist ganz klar. Wir haben am Anfang, wie ich hier tätig war, eine schwierige Phase gehabt. Wir haben durch die Relegation sind wir in der Bayernliga geblieben. Und dann haben wir uns jetzt immer wieder gut verstärkt. Wie gesagt, da haben wir uns mit Michel Farbmacher natürlich immer wieder zusammengesetzt und haben geschaut, was wir tun können, kadermäßig. Und haben natürlich hier ein Konzept erarbeitet, dass es nicht von heute auf morgen umzusetzbar ist, ist klar. Aber wir sind auf einem guten Weg mit jungen Spielern und von daher glaube ich, dass das jetzt ein guter Start ist. Hoffen wir alle, wir drücken euch die Daumen für die letzten zwei Spiele vor der Winterpause. Klaus, dir wünsche ich eine erholsame Winterpause, danke, dass du ein schönes Weihnachtsfest hast mit deiner Familie. Ihnen zu Hause wünsche ich aber erstmal einen erholsamen Abend und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen zu AWI Angriff. Tschüss.